Ja, Leute, was geht? Und es geht weiter hier mit Let's Play Far Cry 6, meine Damen und Herren. Wir machen weiter. Ja. Wir haben hier auch ordentlich was zu tun. Hier Undercover Hengst und der lange Fall. Genau, das haben wir hier noch zu tun. Und dann haben wir natürlich noch die Hauptquest. Und das hat mir. Ja, gut, okay. Ja, das haben wir heute alles zu tun. Fange ich mal. Ich würde sagen, ich fange damit an, weil das können wir in der Questreihe sein. Dann machen wir erstmal den Schatz. Hi, ich leime das, ne? Ich leime das mal, ne? Ja, ist ja voll okay, ne? Jetzt ist Ruhe. Was ist? Oh Gott, so blöd. Oh, jetzt fahre ich auch noch einen blöden LKW, ne? Aber gut, bleibt nichts anderes. Was hupst du denn, Junge? Das ist ein LKW. Jetzt kein PKW. Oh, Alter, das Ding fährt sich so. Oh, nee, das Ding fährt. Oh Gott, das Ding fährt sich so schon langsam. Natürlich ja nicht. Na gut, dann fährt auch nicht schneller. Sonst was. Jedes Mal die gleiche Trick. So, haben wir hier lang. Da ich mir ein bisschen schwer, wenn ich immer ganz kurz zu Fuß gehe. Also da ist die Quest. Ja, machen wir gleich. Ja, erstmal den Schatz da jagen. Jagen. Genau, den Schatz jagen. Nein, natürlich nicht, ihr da. Was, so viel Schaden, da. So viel Schaden. Der lange Fall, wir verstehen alle ihre Bitten. Was, wir verstehen alle ihre Bitten völlig und werden alles Nötige tun, um aus diesem Damm einen angemessenen Tribut an Yaras wahren Präsidenten zu machen. Ich werde den kaputten Steg selbst übergehen und meine Arbeiter werden sich umgehend um die offenen Schleusen kümmern. Und natürlich geben wir alle hier stolz unseren Lagerraum für ihre Militärgüter. Bitte kommen Sie für ein Zweitel zu mir. Ruhm Anton Castillo. Raphael. Scheiß Soldados. Die nehmen sich alles. Vielleicht haben sie was Nettes in dem Lager gelassen. Da hängt's da. Warte, ich komme. Warte, ja, ich. Der arbeitet bei sich, ja. Ich komme ja schon. Keine Panik. Warte. Oh. Warte. Hey. Mist. Um.
Mach mal so, genau. Mist. Und wie komme ich eigentlich so ran? Wo ist sie hin? Schleusen müssen vor der Wartung geschlossen werden. Okay, gucken wir uns mal hier um, ob man die irgendwie schließen kann. Hatte Forderung an die Person, die den Kontrollraum mit einem Kettenschloss versehen hat. Ich will Castillos Namen genauso wenig an der Wand wie du, aber die Tür so zu sabotieren mit allen Gefahr. Den Soldaten wird es egal sein, warum er dann nicht repariert ist. Die erschießen uns so oder so dafür. Also, grab mit einem Löffel einen Tunnel. Brich die Tür auf, schieß von innen auf das Schloss. Völlig egal, aber öffne die Tür. Ah, das ist von innen mit dem Schloss versehen oder wie dort. Da müsste man nicht einfach theoretisch. Na, mach ich doch. Also wenn ich einen Alarm hier aufgeschaltet hätte, wäre bestimmt Leute gekommen, ne? Kann das sein? Das ist so. Ah, erstmal überall interagieren, wo man so interagieren kann. Das passt schon meistens. Hi. Kann ich auch noch was drücken? Sehr schön. Guck mal. Oh Gott. Hingekritzelte Anweisung. Miguel, es ist mir egal, dass du neu bist und Antwort voll Daten hast. In einer Woche kommen sie auf Visite. Du wirst sie herumführen. Halte einfach da in die Klappe und merke dir, wenn du aus deinem Kontrollpanel kommst, damit du kompetent aussiehst. Aktiviere die Schleusesteuerung beim Kalender. Drück auf den Knopf neben den hydraulischen Überwachungsmaschinen. Drehe das Drückventil. Geh zur Hauptkontrolle und drück den letzten Knopf. Übrigens, wenn du die Führung verkackst, mach dir keine Sorgen wegen der Armee. Ihr tränkt dich dann persönlich. Chefingenieur Gonzales. Okay, aktiviere den Schleusesteuer beim Kalender. Aktiviere beim Kalender. Ist das der Kalender? Ja. Ja. Deaktiviert, ne? Warte mal. Aktiviert. Drücke den Knopf neben den hydraulischen
Warnsystem. Schaut mal das hier. Dreh das Ventil. Und dann. Das Wasser. Warte mal. Ah, geil, das Wasser ist ruhiger geworden. Nice! Wir haben's. Können wir jetzt einen Schlüssel holen und das ging ja. Okay, das ging ja easy. Wir müssen uns nur. Au. Nicht runterfallen. Schlüssel brauchst du nicht mehr. Da. Und wir nach oben. Nice, wir haben's. Ja, okay, das war ja okay, das ging auch eigentlich relativ gut. Okay, geil. Dann können wir jetzt gleich die nächste Quest machen. Und vielleicht kriegen wir heute sogar den Milliardär. Das wäre ganz nett eigentlich. Als Session-Ziel. Ja, ich versuche jetzt auch wirklich mit Session-Zielen zu arbeiten. Mal aufmachen. Hier bin ich fertig. Ein Grund mehr, Castillo zu lassen. Dazu abgeschlossen. Nice. Eine Schofhünte, okay. Handschuhe Forderung. Viel zu lange schon trug dieser Ort den Namen des falschen Präsidenten Santos Espinosa, des Schwächlings, der ja regierte, bis Anton Castillo den Ruhm unserer Nation wiederherstellte. Sobald er saniert ist, wird dieser Damm in Anton Castillo Damm umbenannt. Die offizielle Beschilderung wird bei der abschließenden Inspektion erwartet. Alle Lagerräume auf dem Gelände sind ab sofort für den Militärgebrauch bereitzustellen. Ja. So, okay, gut. Dann lass uns mal das machen. Das mache ich dann später. Nur ich hätte keine Ahnung, ob das jetzt eine Quest ist. Eine Quest. Kann man nicht raten? Okay. Also sind wilde Pferde. Okay. Dann nicht. Holla, Schätzchen. Ich bin Gilberto Rosario. Entertainer, ledig und Spionagechef der Revolution. Meine bessere Hälfte hast du vielleicht schon im Fernsehen erlebt. Rosamel, guck nicht so überrascht. Es ist erstaunlich, was blauer Lidschatten und ein paar Kokosnüsse ausrichten. Die Regierung glaubt, sie würde Rosamel benutzen, um die Herzen und Hirne der Yaraner zu beeinflussen. Aber nein, Rosamel benutzt sie. Ein Tänzchen, ein kleines Zwinkern, viel Rum und diese Generäle singen Lieder, für die Castillo ihnen die Zungen rausschneiden würde. Aber Rosamel kann nicht überall gleichzeitig sein. Also schicke ich meine Chamäleons. Sie fallen nirgendwo auf, werden zu Schatten und berichten mir alles. Mein Bester, Sergio, arbeitet heimlich in den Ställen für uns. Er hat sich mit einem Capitan Osvaldo Diaz angefreundet, den wir schon eine ganze Weile beobachten. Er hat signalisiert, dass er sich mit uns treffen will. Aber Dios mio, alle meine Chamäleons sind im Einsatz. Könntest du dich mit Sergio treffen, Schätzchen? Ich weiß nicht, was er braucht, aber ich glaube, er steckt in Schwierigkeiten. Und du siehst mir so aus, als könntest du damit umgehen. Okay, also ich bin wieder mal in letzter Hoffnung. No, wow. Wo ist das? What the hell? Ja, das ist ja am Arsch der Welt, aber gut.
Zum Glück habe ich ein paar schnell. Ja gut, das mache ich auch mit schneller Reise, sonst sind wir nie fertig. Ich habe ein paar nützliche Infos. Und, was hast du? Eine meiner Freundinnen lebte in der Nähe. Sie ging aber aus Yara fort. Mit ihrer Familie. Ich hoffe, sie hat es geschafft. Sie war so traurig, weil sie diesen großen, schönen Pelikan namens Danilo zurücklassen musste. Der ist echt klasse und lebt jetzt oben in den Bergen bei den Legenden. Ich würde ihn dir vorstellen, aber ich habe Angst vor Vögeln. Oh, ernsthaft? Ach, leck mich doch am Arsch. Jedes Mal, so wenn Soldaten kommen, dann reden die auf zu reden. Das nervt mich jedes Mal. Ja, hier gibt's Fahrzeuge. Ey, das ist doch kein. Ein Scheißding. Oh, das ist ja auch Konventen. Oh. Ey, wer sind das denn? Scheiß. Das ist doch kein Fa. Das ist ein Mistding. Weg damit. Ich sehe, hier gibt's Fahrzeuge. Na toll, wie das jetzt hier. Der Spieler, hey, hier gibt's Fahrzeuge. Ja toll, so ein Scheißding ist kein Fahrzeug. Ja, wir sind ein Pferd. Yo! Wow, komm mal. Oh, es gibt echt eine schöne Drehung. Nice. Ganz ruhig. Oh mein Gott. Oh, Glück gehabt. So, ich danke, ich fahre dann lieber. Ach ja, so, jetzt haben wir ein schönes Auto. Ah, das ist immer mit den Fahrzeugen, das ist immer so ein. Das lässt sich so doof steuern, das Ding. Das ist ja echt immer feierlich. Deswegen, ne, da habe ich keine Lust drauf. Stand von Pferden und Faschisten. Hola? Dani. Ja, Sergio? Du darfst meinen Namen nicht sagen. Scheiße. Ich sitze mit einer Geisel in den Stallungen fest und auf der Finca wimmelt es nur so von Soldados. Du musst uns hier rausholen. Halt durch, ich komme. Ich sollte den allein schauen. Ein wahrer Yarana versteht, dass er von tausend Lügen umzingelt ist. Und doch nur eine Wahrheit braucht. Tausend falsche Lügen. Dürfte keiner gesehen haben. Aber nur eine Stimme gibt euch die Ehrlichkeit, die ihr verdient. Meine. Hier muss ich vorsichtig sein. Eine Wahrheit, eine Zukunft und einen Präsidenten, der uns ins Paradies führt. So, ja, ich warte noch ein bisschen. Ich versuche noch ein bisschen taktisch vorzugehen. Mein Einzeldaten haben wir schon, das ist Sniper. Ganz praktisch. Ja, wo denn mit hält, hat der Boy nicht. Ich würde ganz gerne alle markieren. Ich habe alle, oh, wir alle auf einem
Leck. Ich komm gleich. Ja, genau. Ihr müsst alle mal dankbar sein, ihr blöden Scheißsoldaten. Seid dankbar. Ja. Hier spricht Diego Castillo, der Sohn unseres Präsidenten. Heute will ich mit den Jugendlichen. Oh, der redet auch mal. Den hört man so selten. Junge Leute wie ihr und ich sollten studieren. Ihr wurde dabei einer Gehirnwäsche unterzogen, um einen Kampf zu führen, der nicht der eure ist. Ihr wurdet von Clara Garcia und ihren Gefolgsleuten von Libertad. Wie geht denn der da mal? Stirb jetzt mal einfach. Danke, heute noch. Ihr seid fehlgeleitete Kinder, geführt von Erwachsenen, die es besser wissen sollten. Mein Vater weiß es besser. Er bringt mir jeden Tag bei, ein Löwe zu sein. Ihr könnt alle Löwen sein, wie mein Papa und ich. Um Gottes Willen. Sind nichts als Schafe, mit denen ihr zur Schlachtbank geführt werdet. Wenn ich wieder ein Papa werden soll, dann... So wirkt's aus, ne? Na, ein bisschen allein. Oh, ich liebe diese Pistole, ne? Es macht alles ein so schönes Gefühl, den dann so richtig schön in den Kopf zu ballern. Okay, den hole ich mal noch. Man könnte auch denken, ich bin Rambo, ey. Hier? Ah, hier ist der, hier ist das. Ich leih mir einfach, ne? Danke. Oh, cool, ein Gewehr. Handschriftliche Nachricht. Sehr geehrter Herr Kapitän Osvaldo Diaz, ich weiß, dass Sie sehr beschäftigt sind. Und es tut mir leid, dass ich Sie damit belästigen muss. Aber wir glauben, Sie sollten Bescheid wissen. Der Streikknecht ist Sergio. Stört die ordnungsgemäße Arbeit und ist vielleicht kein wahrer Jaraner. Er wurde noch nicht gemeldet, weil seine Arbeit gut ist. Aber wir denken... dass er sich zusammen mit den Soldados, denen wir dienen, anfreundet. Manchmal verschwindet er zum Rauchen. Man hat ihn auch schon spät in den Ställen herumlaufen sehen. Insgesamt ist er zu freundlich und leistet verdächtig gute Arbeit. Ich hoffe, Sie verstehen, die Stallarbeiter.